SBT Section, it's Shisha Time. Verrauchte Grüße, Servus liebe Shisha-Freunde, B2B und Shisha-Olli sind wieder für euch am Stissel hier und wir haben ein neues Video für euch am Start. Nicht über die Shisha, die haben wir euch beim letzten Mal schon gezeigt. Falls ihr die 6 Liter Grey Goose 6 Schlauch Shisha verpasst habt, dann einfach jetzt hier oben aufs i klicken, kommt ihr direkt zum Video. Nein, heute geht's um Kohlen tatsächlich. Schon lange ist es her, wo wir das letzte Kohlenvideo tatsächlich gemacht haben. Und dieses Mal haben wir einen Kohlevergleich am Start. Und zwar uns interessiert und euch bestimmt auch, was die neuen Kohlen von Al-Dukhan so können. Denn Al-Dukhan hat vor noch nicht allzu langer Zeit neue Kohlengrößen rausgebracht, nennt sich auch der Gigant oder Black, könnte auch ein Porno sein. Nein, der Gigant ist in dem Fall 28x28x28er Kohlewürfel. Normal sind 25 oder 26er Kohlen, die verwendet man meistens, also wir sind momentan immer die 26mm Kohlenraucher. Genau. Ne? Und jetzt hat Al-Dukhan hier noch 2mm oben drauf gepackt und hat jetzt hier im Prinzip durch die Black die Giganten rausgebracht und die schauen wir uns jetzt in diesem Video genauer an und testen im Vergleich einfach mal. Dafür eignet sich natürlich hier die 6 Liter Shisha perfekt im Direktvergleich, wie die 26mm Kohlen im Vergleich zu den 28mm Kohlen von der Hitze, von der Rauchdauer und von der Ascheentwicklung sich so schlagen. Und das probieren wir jetzt in diesem Video mal ein bisschen genauer aus. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt als allererstes mal die Kohlen in der Nahaufnahme, damit ihr erst einmal seht, wie die Dinger nach Hause kommen. Also, fangen wir mit den RZA an. Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Das sind die Standard 26mm Kohlen. Sind insgesamt 64 Stück in einer Packung. In einer Flachpackung. Ist auch nicht so gewöhnlich, sage ich mal. Die meisten machen Würfelgrößen. Aber hier haben wir, wie gesagt, 26mm Kohlen. Die sind sogar noch original zu. Ich habe vorhin die letzte Kilopackung perfekt leer gemacht. Deswegen machen wir die gleich auf. Und hier drüben auf der anderen Seite haben wir die Al-Dukhan Black. Also die 28mm Kohlen und hier seht ihr, es sind 50 Stück drin. Klar, mehr Volumen ist gleich weniger Kohlen, ganz klare Sache. Deswegen haben wir hier insgesamt 14 Würfel weniger drinnen. Und da sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus von der Verpackung schon. So, da haben wir die dann dementsprechend auch hier noch einmal verpackt. Und jetzt packen wir einfach mal eine Kohle von den kleinen Kohlen aus und eine von den großen. So. Und dann machen wir mal den Größenvergleich direkt vor der Kamera. Also, man wird wahrscheinlich einen kleinen Unterschied an der Kamera schon sehen. Hier haben wir die kleinen 26er im Vergleich zu den Black, also den 28ern. Ja, sollte man auf jeden Fall schon mal einen kleinen Unterschied sehen. Es sind nur 2 mm, aber ich denke, vor allem wenn man es jetzt, muss ich gerade mal schauen, wenn man es so hält, sollte man den Unterschied auf jeden Fall auch in der Höhe erkennen und eben auch in der Tiefe. Und so weiter und so fort. Also ein bisschen Unterschied sollte man auf jeden Fall jetzt hier sehen. Und wenn man sie übereinander stellt, sieht man auch, dass die 28er hier einfach noch ein bisschen Platz haben. Also Größenvergleich ist schon mal gegeben, ganz klare Sache. Und ansonsten vom Pressverhalten und so weiter sind wirklich sehr, sehr stark und schwer gepresst worden. Das sieht man auch wirklich alles glatt. Nur an den Seiten ist es eben, da sieht man, dass es da eben abgeschnitten wurde sozusagen, geteilt wurde. Und deswegen haben wir hier ein bisschen gröbere Struktur. Aber ansonsten sind sie wirklich identisch verarbeitet. Also dort merkt man, es kommt definitiv vom selben Werk in Indonesien. Und ja, wenn man jetzt diese Kohlen anmacht, werden sie natürlich von Anfang an gleich mal ein bisschen kleiner. Das ist ja ganz logisch. Das merkt man vor allem, wenn sie komplett durchgeglüht sind. Dann haben die natürlich schon ein bisschen was an Größe verloren. Wenn man jetzt zum Beispiel, so wie wir, mit HMD-Aufsätzen rauchen, dann hat man es bei den 25er Kohlen auch schon gemerkt, weil beim Lotus 1 passen im Prinzip eigentlich nur zwei 25er Kohlen perfekt nebenhin oder zwei wirklich stark durchgeglühte 26mm Kohlen. Ja, also da muss man meistens noch ein bisschen länger warten, obwohl die Kohlen schon durchgeglüht sind, weil sie halt einfach nicht in das kleine Depot reinpassen. Und in den 1 Plus, so wie wir sie jetzt hier beide aufgestellt haben, da passen die 26mm gleich durchgeglüht rein. Da haben wir gar keinen Stress, was das angeht. Mit den 28mm Kohlen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ja? Da haben wir auch keine Probleme, wenn sie wirklich zu 100% komplett durchgeglüht sind. Denn die passen dann wirklich perfekt
in den 1 Plus ja. oder in den 2er rein. Du hast das ja auch schon festgestellt, ne? Ja. Also da ist nicht mehr viel Spielraum. Also wenn man ein bisschen zu früh rausgeht von Kohle an Zünder, dann kann es sein, dass man die ein bisschen reinklopfen muss, aber selbst dann passen sie. Aber wenn sie wirklich normal durchgeblüht sind, wie man sie einfach auch durchblühen lässt, bis sie schön blühen, dann passen die gleich direkt perfekt rein und wirklich von Rand zu Rand. Also noch ein Millimeter mehr, also 29er Kohlen, dann hätte keine Chance. Dann wäre es auch am Rande. Genau. Aber die 28er passen halt wirklich gerade so perfekt nur rein. Genau. Und du kannst auch gerne noch kurz den Zuschauern erklären, was ist denn der Vorteil eigentlich von größeren Kohlen in dem Fall? Liegt eigentlich auf der Hand, aber nicht jedem ist es gleich klar. Also ich persönlich daheim verwende einmal die 26er Kohlen und ich lege halt generell, ich teile immer eine schon vorne rein und ich mache immer zweieinhalb 26er rein. Weil man einfach ein bisschen mehr Hitze auch braucht, weil die Lotus und die HMD-Aufsätze halt, die verzeihen einem das und man hat halt länger wirklich eine gute Hitze, ohne dass man mal die Kohlen abklopfen muss. Wenn ihr jetzt bei 25er reinlegt, da kann es sein, dass die am Anfang schon ganz schön Anzug brauchen, bis die mal einen schönen Dampf bringen. Ja. Und dann sind die schon teilweise wirklich so schnell, so klein, kannst dass schon alles mehr geht. Ja. Da muss man im Prinzip schon die dritte durchglühen lassen währenddessen und die dritte dann gleich da reinhauen. Und deswegen, die 228er, das ist halt dann schon im Prinzip wirklich perfekt, weil ein Träumchen. Da kriegt man eigentlich fast nichts mehr rein, außer natürlich eine halbe. Genau. Genauso wie bei der 26er, aber braucht man nicht dann. Genau, der Vorteil ist, wie es der Olli gerade schon gesagt hat, die Größe, man kann dadurch länger rauchen und man hat auch eine stärkere Hitzeentfaltung dementsprechend. Und das ist natürlich bequem, ne? Also man muss keine Kohle mehr nachlegen. Der Olli müsste jetzt mit den 28er auch keine halbe mehr reinquetschen, weil die füllen halt den Lotus 1 Plus in dem Fall jetzt perfekt aus. Man hat natürlich an den Seiten dann dementsprechend noch ein bisschen Platz, aber da ist es dann schon fast zu viel Hitze, falls man da noch eine halbe oder zwei halbe reinquetschen würde. Also davon würde ich dann in dem Fall tatsächlich absehen. Und durch das längere Rauchen, durch mehr Hitze, hast du eigentlich alles, was du brauchst. Ne? Du kannst länger rauchen, hast eine längere Session, hast mehr von dem Ganzen und musst nicht aufstehen, musst nichts machen in dem Fall. Ne? Kannst du einfach länger genießen, was das angeht. Von daher für alle HMD-Raucher, muss ich ganz klar sagen, sind die 28mm Kohlen, also die Black, perfekt. Ja, also ich rauche im Prinzip, seitdem ich die jetzt habe, nur noch mit den 28ern und benutze die 26er eigentlich kaum noch, weil sie einfach durch diese zwei positiven Aspekte die 26er für mich abgelöst haben, ganz klare Sache. Und wie ist es von der Rauchdauer und von der Ascheentwicklung? Das ist natürlich auch so eine Sache, aschen sie mehr, natürlich aschen sie ein bisschen mehr auf den Zeitraum hinweg, weil sie natürlich auch größer sind, umso größer die Würfel, umso mehr Ascheentwicklung in dem Fall natürlich logischerweise. Aber es hält sich in Grenzen, ich kann es euch auch mal zeigen, ich hole einfach mal die Kamera ein bisschen näher und lege mal in dem Fall die Deckel ab, damit man hier auch mal besser reinschauen kann. Und dann sieht man auch gleich, wo die 28mm Kohlen drin sind und wo die 26mm Kohlen drin sind. Und dann schauen wir einfach mal. Hier sieht man ganz klar, die großen 28mm sind noch kaum kleiner geworden. Ein bisschen Ascheschicht ist schon drauf. Und hier haben wir die im Vergleich 26mm Kohlen. Da sieht man, es ist deutlich mehr Platz im Vergleich. Ich zeige es euch mal gleichzeitig. Im HMD Platz. Ja, also man hat auf jeden Fall mehr Platz bei den 26mm Kohlen. Da kann ich den Olli auch verstehen, warum er hier in dem Fall dann eben noch eine halbe Kohle mehr reinschmeißt, was hier eben nicht notwendig ist. Genau. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal dementsprechend noch die Ascheentwicklung an. Da brauche ich jetzt einen Olli seine Hand, weil das kriege ich jetzt nicht hin. Das heißt, nimm einfach mal die Kohlenzange und klopf einfach mal eine 26er ab und klopf mal eine 28er danach ab. Jetzt fangen wir mal mit der 26er hier an. Gucken einfach mal, zack, und da sieht man auch schon, ein bisschen schwarz sind sie unten dran geworden, aber nicht wirklich viel und es ist ein bisschen Asche weggegangen. Man sieht es jetzt auch, wenn man hier den Vergleich macht, ja, das geht auf jeden Fall klar und sie ist deutlich kleiner geworden, ne, die Kohle, was das angeht. Jetzt machen wir mal die 28er. So, wie sieht es da aus? Auch ganz leichte schwarze Ränder und auch gut Asche abgefallen, aber nicht wirklich spürbar mehr, ne? Also minimal mehr. Und man sieht auch, man hat jetzt hier auf jeden Fall auch natürlich eine bisschen kleinere Kohle, aber im Vergleich, na, wenn man sich das jetzt mal anschaut, sieht man definitiv, wir haben hier schon einen Größenunterschied. Ja? Also das macht wirklich was aus, ob man jetzt hier
26er Kohle reinschmeißt oder ob man jetzt hier 28er Kohle verwendet. Ja, also der Größenvergleich ist schon krass. Hier muss man jetzt wirklich bald schon anfangen, eine dritte Kohle reinzuschmeißen. Ja, ich würde schon sagen, fast jetzt schon. Ja, und hier brauchst du es im Prinzip nicht machen, weil hier haben wir eigentlich immer noch so große Würfel, wie wenn jetzt die 26er, sage ich mal, durchgeglüht wären. Ja, also von daher geht definitiv klar. Finde ich super, die 28er Kohle. Und ich denke, die wird sich auch für die HMD-Raucher lohnen und durchsetzen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die Leute einmal damit geraucht haben, dann wollen sie gar nichts anderes in dem Fall mehr haben, weil es halt einfach angenehmer und entspannter ist zum Rauchen. Du hast halt einfach keinen Stress mehr. Und aus dem Grund kann ich dementsprechend natürlich die Black-Kohlen von Altokan sehr ans Herz legen. Und ja, wie empfindest du den Vergleich, Olli? Du rauchst ja immer noch mit den 26er, weil du noch keine 28er hast. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du auch sagen, ich steige jetzt eher auf die 28er um oder sagst du, nee, ich mache so weiter wie bisher? Also wie gesagt, da ich ja meistens nur eine halbe reinhaue, vielleicht wenn ich mal die im Angebot finde oder vielleicht mein Shisha-Shop des Vertrauens, die so beim Kaufen hat, weil ich bin weniger online, ich gehe immer gerne mal in den Shop vorbei. Stationär, ja. Dann kannst du es sein, dass ich mir auch mal eine Packung kaufe, das ist ganz klar, aber allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ist, dass ich jetzt nur noch mit 28 rauchen möchte. Ja, also, aber sie sind auf jeden Fall top. Also, kaufen wir sie mir bestimmt auch mal. Ja, und im Vergleich zu den 26er, die Vorteile merkt man auf jeden Fall. Ne? Vor allem, man muss ja gleich dazu sagen, wir rauchen jetzt hier schon seit einer guten Dreiviertelstunde jetzt. Richtig, und jetzt haben wir erst abgeklopft, ne? Genau, jetzt haben wir erst abgeklopft. Und man sieht ja nach einer Dreiviertelstunde, dass bei mir im Prinzip eine dritte rein muss. Ja. Weil das sind schon viel zu klein und da würde ich schon noch ein bisschen warten, weil dritte passt jetzt eh noch nicht rein. Eine halbe fängt man eigentlich inzwischen drin eh nicht an. Aber ja, man merkt, nach einer Dreiviertelstunde muss hier eine dritte rein oder man wechselt irgendwann den Kopf, weil wie gesagt, die Rauchentwicklung alles. Ja, dann schauen wir uns das Ganze noch preislich an. Olli, du kannst ja mal kurz raushauen, was die Kohlen kosten und in welchen Größeneinheiten man sie bekommt. Ja, also in 1 Kilo gibt es natürlich, weil so haben wir sie ja auch da liegen. Da liegen sie bei 5,50 Euro. Dann gibt es natürlich auch noch in 3 Kilo Variante. Da liegen wir bei 14,90 Euro. Und natürlich für die Leute, die sich einen kleinen Vorrat immer anlegen möchten, mit 10 Kilo allerdings bloß, statt 20 Kilo, wie man sie auch kennt. Aber die 10 Kilo Variante von beiden Sorten liegt dann bei 42,50 Euro. Ja, also sind beide immer gleich vom Preis. Da hat sich Altokan wahrscheinlich gedacht, 1 Kilo ist 1 Kilo und fertig. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Däumchen nach oben. Also, ja. Definitiv, weil man muss ja auch bedenken, man hat weniger Kohlewürfel bei den ganz großen Kohlen, also bei dem Black 14 Stück beim Kilo. Und wenn sich das dann im Preis dann auch noch auswirken würde, negativ, dann wäre das auf jeden Fall schon abschreckend, die dann doch zu kaufen. Und so muss ich sagen, für den gleichen Preis größere Kohlen, dafür ein bisschen weniger Inhalt, was ja logisch ist, finde ich in Ordnung. Da gibt es von meiner Seite aus nichts zu bemängeln. Finde ich gut, dass die Preise dort einheitlich geregelt sind. Und auch die Preise für 3 Kilo, für 1 Kilo oder eben auch für die 10 Kilo sind vollkommen in Ordnung. Ja, die Kohlen kann man natürlich dementsprechend auch mal im Angebot kaufen. Das heißt also, jetzt kosten sie bei Altokan direkt 5,50 Euro. Aber wenn man sie mal im Angebot kauft, dann kann man die Kilo-Kohle auch mal für einen Fünfer schießen. Also das ist dementsprechend auch nicht das Problem. Von daher finde ich die Kohlenpreise definitiv vollkommen in Ordnung. Und ja, dann gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen über die Kohlen, außer natürlich doch die Pro- und Kontraliste. Und in dem Fall fassen wir beide Kohlen einfach mal in eine Bewertung rein, weil außer die Größe sind sie ja wirklich komplett identisch. Dann nehmen wir bei Pro zum einen, dass sie stark gepresst sind. Sie haben kaum einen Geruch. Die Hitzeentwicklung ist bei beiden klasse. Klar, bei den 28er natürlich noch ein bisschen stärker. Wir haben keinen Eigengeschmack, was ganz, ganz wichtig ist bei Naturkohlen. Die Rauchdauer ist bei beiden super, aber lässt natürlich auch bei den 28er mehr durch, was die Rauchdauer angeht. Die Ascheentwicklung ist ebenfalls super. Muss man auch sagen, wir haben jetzt hier über eine Dreiviertelstunde geraucht und eine wirklich akzeptable Ascheentwicklung vorgefunden. Dann gleichmäßig geschnitten, muss man auch sagen, wirklich bei beiden Kohlen super. Und man bekommt sie in 1 Kilo, 3 Kilo und 10 Kilo. Da ist für jeden was dabei. Und auch der Preis ist noch bei Pro angesiedelt, denn ja, 5,50 Euro oder ein 5 Euro im Angebot kann man definitiv nichts sagen. Ist ein super Preis, marktgerechter Preis, da passt das definitiv. Und aus diesem Grund nichts bei Neutral und nichts bei Contra für euch. Und dann, Freunde, hätten wir es auch für heute mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, betoniert euer Däumchen nach oben raus. Weil auf jeden Fall ein Däumchen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht hier. Zum letzten Video geht es beim Olli. Und in der Mitte geht es zu meinem Blog, inklusive Verlinkung zu den Kohlen. Dann sagt mal danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und Servus!